Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir müssen jetzt in diese Arena dort. Wen werden wir dort trainieren? Ich glaube, wir setzen erstmal Smetbo an Anfang. Mit dir hatten wir geredet, bin ich der Meinung. Hallo. Hey, warte du Champion in Spee. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arenaleiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürfen sich auch als nützlich erweisen. Ich habe leider keine Art dieser Pokémon. Was ist das Problem? Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Okay, ich hab Angst. Oh, ein Seepär. Ja, komm, Smetbo. Es ist ein wenig Training für dich. Einmal Schlaf, Bruder. Ich glaube, bei Misty werde ich Shiggy einsetzen. Weil sie hat ja das gefürchtete Starmie. Es ist halt übel ätzend. Aber Starmie ist ja in dieser Generation Wasserpsycho, ne? Das heißt, wir haben dann mit Biss einen Vorteil. Würde ich meinen. Vielleicht setze ich Smetbo an Anfang. Damit wir es mit Schlafbruder noch einmal einschläfern können. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Und danach wechseln wir zu Shiggy oder Shillock. Nicht Shiggy. Zu Shillock und versuchen es mit Biss einfach zu besiegen. Ich glaube, das dürfte die beste Taktik sein. Wir könnten auch Giftpuder benutzen. Wäre, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit. Eisspiel. Ah! Okay, es geht. Das geht. War sogar ein Volltreffer. So macht es 3 Schaden. Das ist echt nicht so schlimm. Das geht fit. Ich weiß gar nicht mehr, was für Aquawelle kriegen wir, glaube ich, ne? Das ist natürlich auch eine geile Attacke. Das darf nicht wahr sein. Doch, ist es. Aquawelle ist natürlich auch eine geile Attacke. Könnten wir eigentlich auch Shiggy beibringen? Wie? Du? Ich bin schon so zu gut für dich. Misty, muss ich nicht mit dir abgeben. Was? Ja, das wollen wir mal nach dem Kampf sehen, ne? Gwendolin. Ja, Aquawelle ist eine schöne Attacke. Ich mag Aquawelle. Deswegen könnten wir es eigentlich in Erwägung ziehen, Shiggy das beizubringen. Shillock. Mann. Shillock. Das beizubringen. Mann, das ist echt... Oh. So, bei Gordini müssen wir aufpassen mit Smetbo, weil Gordini kann Schnabel. Das ist sehr gefährlich. Wir machen... Oh! Das ist natürlich eine geile Kombi. Das ist natürlich geil. Es ist jetzt... Es schläft und es verwirrt. Das heißt, wenn es gleich aufwachen sollte, könnte es sein, dass es sich durch Verwirrung selbst verletzt gleich. Komm bitte, das wäre so cool. Natürlich nicht. Hornattacke, okay. Das geht. Boah. Das ist Damage, ey. Das ist Damage. So, Misty hat doch Sterndu und Starmie, oder nicht? Smetbo Level 19, sehr schön. Ich weiß, was Sterndu auch schon Psycho? Ich bin überwältigt. Ja, glaube ich dir. War Sterndu auch schon Psycho? Ich tausche einfach mal Shillock aus. Tausche einfach mal zu Shillock. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Meiner auf... Ja. Weiß ich nicht. Eigentlich auf aggressiv-taktisches Verhalten? Ich weiß nicht. Irgendwie so, in dem Dreh würde ich sagen. So, Shillock, Blubber. Blubber, was? Biss. Vielleicht ist es schon effektiv. Kann ja sein. Nein, noch nicht, okay. Setzen wir, glaube ich, mal Mega-Hieb ein. Aquawelle. Oh yeah. Ja, ist okay. Ist okay, Damage. Eine Aquawelle richtet halt Shillock nichts an. Und Damage. So, das ist halt ganz nice. Shillock dürfte jetzt auch gleich Level 20 kommen nach Sterndu auf jeden Fall. Wenn nicht, dann auf jeden Fall nach Starmie. Ja, Sterndu gibt schon Shillock das Level 20. Das ist schön. Starmie. Wir wechseln auf jeden Fall zu Smetbo. Denn ich möchte, dass Smetbo Starmie vorher einschläfert. Und danach wechseln wir zu Shillock. Erneut.
Oh Gott. Stymie, schnell. Oh Gott. Das... Na, was? Ach, komm. Oh. Als ob Schlafpuder in dem Moment dann daneben gehen muss. Okay, es hat noch Sternschauer. Das heißt, es hat eine Attacke, die normal gegenüber Shilock wirkt. Aber wir haben Biss. Und Biss ist effektiv. Hehe. Wir haben den Vorteil, Leute. Wir haben den Vorteil. Ja gut, Sternschauer macht 10 Damage. Jetzt kommt, glaube ich, noch ein Trank von ihr, ne? Nee, weil sie noch nicht im roten Bereich ist. Natürlich, geil. Das heißt, der Biss besiegt Stami. Oh, schön. Schön. Das ist sehr schön jetzt. Shilock gleich Level 21, Alter. So verdammt viel Erfahrungspunkt. Das ist schön. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Sehr schön. Und 2100 Pokédollar, ey. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen die Außenseiter. Och, bist du gemein. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Das ist Aquavelle, Leute. Das ist Aquavelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke lernen. Wow, mehr sagt sie dazu nicht, wisst ihr? Mehr sagt sie einfach nicht. Okay. Geil. Alles klar. Das ist natürlich jetzt sehr schön. Wir gehen heilen. Weil Smentmo ist besiegt. Ich glaube, Shilock hat mit Level 21 erstmal ein schönes Level. Ich will jetzt gerne erstmal alle Level 20 haben. Ja, doch. Das heißt, wir lassen Smentmo vorne und wir bringen unserem lieben Shilock Aquavelle bei. Denn Aquavelle ist wie... Oh! Das wäre natürlich auch eine Müll. Okay, wir behalten Aquavelle erstmal im Hinterkopf. Aquavelle für Nidorino, das wäre natürlich auch echt sick. Das wäre echt nett. So, hier kamen wir ja noch nicht lang, ne? Ach, schade. Schade, schade. Aquavelle für Nidorino. Das wäre echt cool. Tipps für Trainer. Eine Pokémon kann ein Item zum Halten gegeben werden. Manche Items können sogar Pokémon im Kampf eingesetzt werden. Achso, ja, sowas wie eine Beere oder so. Das kann ein Pokémon, ja, einsetzen während des Kampfes. Okay, hier ist die Pension, Leute. Aber wir wollen nichts abgeben. Oh, warte mal. Hat sie denn ein Ei für uns? Ne, das waren Gold und Silber, ne? Ein Kristall. Ich leite diese Pension. Soll ich eines der Pokémon großziehen? Nein. Okay. So, hier unten kommen wir noch nicht lang. Hey. Chibi, ihr Wache. Oh, ich bin durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Halt, stopp. Alles klar, okay. Noch nicht. Tunnelpfad. Dazu wäre die Orania City. Nach Orania City wollen wir. Besitzt du einen Nidoran weiblich? Willst du es gegen einen Nidoran männlich tauschen? Nein. Ich habe schon einen Nidorino. So, war hier nicht auch irgendwo ein Item oder so? Ich glaube, hier lag irgendwo ein Item. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Top-Genesung, glaube ich. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Ja. Da liegen da sogar wahrscheinlich mehr Items. Hey, yo. Achso, Tunnelpfad. Ja, gut. So, hier sind bestimmt auch irgendwo Items. Sogar ein Sonderbonbon. Okay. Drüben auch noch? Zitrobeere. Okay. So. Das ist ein Käfersammler, ne? Ach komm. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Ja. Ich? Nee, wahrscheinlich nicht. Musst du nur im Wald gehen. Rondio. Easy. Ach, wir haben... Nein! Ach, wir haben ja Shilock vorne. Oh. Das ist... Eine, oh. Was? Mann, diese Genauigkeit. Das ist natürlich jetzt gerade dumm. okay. Das ist... Oh. Ja, gut. Ich dachte, wir haben Smet vorne. Ah, nee, ich habe ja geswitcht, ne? Stimmt, vor Misty habe ich geswitcht. Oh, ich bin nicht dumm. Okay. Ja, komm, erstmal Tauboga. Gegen Raupi setze ich Tauboga ein. Weil gegen Raupi ist Konfusion nicht effektiv. Und Tauboga hat gleich Level 19. Das ist schön. Oh Mann, ey. Ach Gottchen.
Das ist natürlich dumm. Tauboga Level 19, sehr schön. Keine neue Attacke, schade. Ich habe nicht nachgeguckt, was Tauboga noch so erlernt, verdammt. Das wollte ich machen, ne? Ja, mach ich nach dem Part hier. Hoffe ich. So, Hornlio, hallo. Konfusion. Dürfte One-Shot eigentlich sein. Ja, natürlich. Sehr schön. Das ist schön. 177 Erfahrungspunkte sind langsam echt nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Du beliebst zu scherzen, oder? Nein. Eigentlich, ja doch. Bin sehr, sehr gern sarkastisch, falls du das meinst. So, Smetbo, nach vorne bitte. Hallo. Hey, wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Tu ich nicht. Nein. Ich hab nicht gehört, dass deine Freundin da pinke Unterwäsche anhat, was? Hä? Wovon redest du? Verstehe ich nicht. Wieso hast du noch kein Shilock? Du bist Level 20, Alter. Shiki entwickelt sich mit Level 16. Warum? Warum hast du überhaupt einen Shiki? Ich dachte, ich bin was Besonderes. Das ist voll doof, dass man die anderen Starter nirgends fangen kann, irgendwie. So, man sollte in Pokémon einführen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den neueren Teilen ist. Aber ich glaube nicht viel anders als bei den älteren jetzt. Dass man, also man sollte einführen, dass man am Ende, wenn man das Spiel komplett einmal durchgespielt hat, sag ich mal, also wenn man die Liga gemacht hat, dass irgendwo ein Areal kommt, wo man wirklich auch die Starter fangen kann. Das wäre voll cool. Das wäre richtig cool. Halt. Ja. Also so, sonst kann man den Pokédex ja wirklich nicht wirklich vervollständigen. So. Halt, außer mit Tausch und sowas, aber... Nee. Ja gut, ich meine, in vielen Versionen kannst du ja auch... Ist ja unterschiedlich, welche Pokémon du fangen kannst. Ich kann einfach nicht siegen. Ist ja bei Rubin zum Beispiel kannst du andere Pokémon fangen als bei Saphir. Und bei anderen Editionen ist es genauso. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Weil wenn du jetzt... Sagen wir mal, du hast keine Freunde, die Pokémon spielen. Da kannst du nicht mit denen tauschen oder so und dir dafür extra ein zweites Gerät zulegen. Ist halt auch dumm. Oder? Ich weiß nicht. Ich finde das doof. Ich meine, für mich so als Casual-Spieler ist das okay. Weil ich spiele Pokémon einmal, soweit ich es durchspielen kann, durch. Und mehr nicht. Ich bin nicht so auf der Suche, Pokémon, also alle Pokémon zu fangen und den Pokédex zu vervollständigen. Das ist nicht so mein... Nee. Hätte ich keine Lust drauf. Ein Pikachu! Da setzen wir natürlich Nidorino ein. Und unsere neu erlernte Attacke, oder seine neu erlernte Attacke, Schaufler. Oh yeah. Und wir könnten ihm halt... Das wäre... Aquawelle wäre eigentlich echt praktisch für Nidorino noch, oder? Ich weiß nicht. Eigentlich... Ja, wir haben halt Shigi als Wasser-Pokémon. Aber falls Shigi mal besiegt sein sollte und wieder so ein, weiß ich nicht, Boden-Pokémon vor uns haben, hätte Nidorino zum Beispiel dann was dagegen zu sagen. So. Mit Aquawelle. Ja. Ich weiß, es ist kein gutes Argument, ne? Egal. Giftstachel. Ja. Ja. Ist nett. Können wir erstmal beibringen, würde ich sagen. Ist okay. Noch 4 Level Nidorino, dann erlernst du die Attacke, die ich haben will. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es zu verlieren. Joa, das ist doof. Solltest du mehr trainieren und bessere Pokémon dir anlegen? Zulegen. Dich habe ich noch nie gesehen. Hä, bist du ein guter Trainer? Ich bin der Beste. Naja, noch nicht, aber werde ich sein. Hat auch ein Smetbo. Das Gute ist, gegen Smetbos Konfusion effektiv. Nicht? Ist doch Käferflug. Käfer ist, auf Gift ist es effektiv. Bin ich dumm. Es ist Level 20, merke ich gerade. Ich glaube, ich wechsle aus. Es ist Level 20, ich bin Smetbo ist vergiftet. Nehmen wir Nido. Oh Gott, das war dumm. Oh Gott, war das dumm. Jetzt kommt eine Konfusion und Nidorino kriegt übel Damage. Super Scheiße, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, Schnabel, ne? Oh. Alles klar. Jetzt als letzte Attacke hat er noch Konfusion, oder was? Wenn er jetzt Tackle hat, ne? Dann macht er irgendwas falsch. Warum ist er... Du... Hä?
Du hast doch gerade super schnell eingesetzt. Warum setzt du noch mal ein? Jetzt bin ich sogar schneller. Warum? Was ist denn mit dir? Warum setzt er denn die ganze... Hä? Ich verstehe den nicht. Ich mag das Spiel nicht mehr. Was ist denn mit dir? Smetbo, komm schon. Oh, leck mich. Als ob der... Er hat Giftpuder, Schlafpuder, Stachelsporen und Superschall. Als ob... Als ob der keine wirkliche Angriffsattacke hat. Wieso? Wie lange willst du denn noch verwirrt sein? Du bist doch jetzt schon safe 4 Runden verwirrt. Was? Ich wusste gar nicht, dass man so lange verwirrt sein kann. Das ist ein Ding. Okay. Man lernt immer wieder was dazu, würde ich sagen. Ich wusste es. Kaum wenn ich nicht mehr verwirrt, kann ich nicht angreifen wegen Paralyse. Und ich bin sofort wieder ver... Oh, Alter. Das ist ein anstrengender Kampf. Das ist ein todesanstrengender Kampf. Und natürlich verletzt sich Nidorino die ganze Zeit selbst. Natürlich. Aber gleich wechsle ich dich aus. Alter. Das ist nicht wahr. Hör doch auf, so lange verwirrt zu sein, Nidorino. Was ist... Das kann doch nicht mehr normal sein, oder? Also entweder ich werde selbst verletzt durch Verwirrung, also Nidorino, oder es ist paralysiert und kann nicht angreifen. Also, was? Wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit? Heilige Mama Maria Gottes, ey. Das war ein anstrengender Kampf, Leute. Das zu fast Partende. Smetbus 20, okay, das ist schön. Ach, Gottchen. Du bist ein guter Trainer, ich weiß, danke. Denn ich bringe meinem Smetbo auch mal Attacken bei, die was bringen. Und nicht nur nichts. So. Gut, wir haben einen Supertrank. Den kriegt das bei Nidorino. Dann haben wir hier oben einen Paraheiler. Den kriegt auch Nidorino. Und Gegengift bitte für Smetbo. Es kommen gleich noch 2 Kämpfe, glaube ich. Oder 3. Nee, 2. Und da würde ich gern mit Nummer 1 Statuseffekten, also keinen Statusveränderungen antreten. Kämpfen. Kämpfen meinst du mich? Na gut. Du hast mich ja gesprochen. Also ich hab dich nicht mal angeguckt. Ich habe nach unten geguckt und du. Ach, egal. Ich habe nicht gewechselt, oder? Nein, habe ich nicht. Das ist jetzt schlecht. Zum Glück hat Schlafpuder gewirkt. Ach Gottchen, ey. So, Konfusion. Okay. Ist nein. Okay, Tackle. Okay. Ist okay. Oh, hatte ich gerade Angst, ey. Wenn Windstoß gekommen, dann... Ja. Smetbo-Leben am Limit und so. Ja, was machen wir da? Ja, wir müssen eigentlich... Ja, komm. Taubogel gegen Taubsi. Ist okay. Würde ich sagen. Wir haben halt leider keine andere Attacke, die wir Flug... Also wir haben nichts gegen Flug-Pokémon momentan. Ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwie wann mal was dagegen haben werden. Ja doch, wahrscheinlich, wenn wir Nidoking haben, könnten wir halt Nidoking Safe Felsgrab beibringen, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke aber ja. Ich denke, Felsgrab kann Nidoking erlernen. Ansonsten finden wir bestimmt noch irgendwelche anderen Attacken, die auf Flug-Pokémon effektiv sind. Weil das bräuchten wir, glaube ich. Wäre schon, glaube ich, nützlich zu haben. Ich glaube, das ein oder andere Flug-Pokémon dürfte bei der Liga auch dabei sein. Also bei der Top 4. Drachenflug halt später. Glaube ich. Und halt von... Ja. Ja, doch so ein paar. Ja, doch. Hört sich da jemanden von Kämpfen sprechen? Nein. Eigentlich nicht. Oder vielleicht ich selber, ja. Abitak. Ich habe schon wieder nicht gewechselt. Leute. Ich bin aber auch ein bisschen verpeilt. Na komm, wir wechseln jetzt. Wir wechseln gleich instant zu Tauboga. So, gleich muss ich jetzt auch nicht mehr wechseln, oder? Ja doch.
Ich weiß nicht, ob... Nee, Tauboga ein Level-Up dürfte Tauboga, glaube ich, nicht bekommen. Durch die beiden Kämpfe hier gleich. Weil erstmal hier teilt es sich die Erfahrungspunkte jetzt gleich mit Smetbo noch. Und... Ja, ich weiß nicht, wenn er noch einen Habitag hat... Vielleicht... Hat er nicht einen Porenta? Nee, Porenta hat er nicht. Radikal. Ja, da müssen wir Nidorino in den Kampf schicken mit seinem Doppelkick. Ich würde halt, wie gesagt, ja, doch erstmal ist das Ziel, alle Level 20 zu kriegen. Danach würde ich sagen, ist das Ziel, alle 25. Und immer so weiter in 5er Schritten. Und halt jeweils für eine bestimmte Arena halt ein Pokémon aussuchen. Wie jetzt zum Beispiel Nidorino gleich für die Elektro-Arena. Ja, was ist gleich? Also später. So, Radikal besiegt. Der Kampf ist vorbei. Nidorino Level 19. Das ist schon mal schön. Es nähert sich der Level 22. Ich hätte besser... hätte es besser überhört. Ja. Du solltest aufhören, mit dir selbst zu reden und das zu überhören. Da hast recht. So, wir gehen noch ins Pokémon Center. Reden noch ein wenig mit den Leuten hier. Ein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es langsam nach dem Kampf besiegt. Oh. Der Zwang, erneut mit jemandem zu kämpfen. Hast du diesen Zwang je gespürt? Ich bin sicher, dass du es hast. Gegen gewisse Trainer wollte ich immer wieder antreten. Also habe ich dies weggegeben. Nimm bitte auch eines. Kampfwander. Oh. Setze dieses Gerät ein und du findest Trainer, die einen Rückkampf möchten. Du musst allerdings die Batterie aufladen, um es zu betreiben. Hä? Die Batterie lädt sich beim Reisen auf. Ach so, okay. Ich dachte gerade, hä? So, was wollte ich ihm sagen? Ich weiß es nicht mehr. Achso, ja, ich bringe definitiv nicht Aquavelle Nidorino bei, weil ich, ja, andere Attacken im Kopf habe momentan. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildes, lebendes. Okay. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon. Doch, Krypto, glaube ich, oder? Es ist Krypto, ich glaube, es ist Krypto. Aus Pokémon Diamant und Perl. Es ist doch Unlicht Geist und da ist nichts drauf effektiv, bin ich der Meinung. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!